Abschluss des Desasters mit Lösung. So, Harp and Mind Control, also diese Harp-Anlagen, ja, da gibt es riesige Dimensionen von diesen Anlagen. Ja. Hier zum Beispiel die bekannteste überhaupt von diesen Forschungsanlagen in Amerika ist eben diese Harp-Anlage in Amerika, also in Alaska. Und diese Antennen sind hier 38 Meter hoch und das ist ein ganzes Antennenfeld. Hier sehen wir so einen Trailer, ungefähr 4-5 Meter hoch. Also für die Skalierung sehen wir 38 Meter hoch. Und diese HARP-Anlagen senden extremely low frequency Wellen, also extrem niederfrequente Wellen in das All, beziehungsweise in die Ionosphäre. Die Ionosphäre ist eine Atmosphärenschicht in einer Höhe von 80 bis 400 Kilometern und die ist dafür verantwortlich für die Übertragungstechnologien. Also da gehen die Radiowellen rein und werden wieder reflektiert auf die Erde und die hat auch viele weitere Funktionen. Wie zum Beispiel jetzt die indischen Physiker, habe ich jetzt einmal gelesen, pushen da ein bisschen rum mit den ganzen Zeitquantensprüngen und allem drum und dran. Also die versuchen jetzt natürlich auch das nächste Thema Hand zu haben, nämlich nicht das Wetter, sondern die Zeit. Weil was steht über dem Wetter? Die Zeit. Ja? Und das machen die jetzt gerade eben in Indien. Ja? Also die Inder versuchen in der Ionosphäre jetzt da mit diversen Forschungsprojekten da etwas zu machen. Das heißt also, es ist so irgendwie ein Wettlauf unter Physikern, ja, wer der Bessere ist und der gewonnen hat, der darf dann alles zurückdrehen. Also. Und die Harp-Anlagen. Ja? Also diese Harp-Anlagen haben eine Sendeleistung von 4 Gigawatt. Nur zum Vergleich, also in Österreich, besser gesagt in Tirol, haben wir ja sehr viel Wasserkraft und die Gruppe Zem am Ziller, da in Tirol, hat 0,9 Gigawatt. Das ist die größte Wasserkraftanlage Tirols und die hat 0,9. Das heißt, ich bräuchte mindestens die 4 größten Tiroler Wasserkraftwerke, um so einen Teil ordentlich betreiben zu können. Ja? So viel Energie ist das. Ja? Dann sehen wir hier ein Magnetometer, also hier schwingt das in diese Richtung. Jetzt könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wenn dieser Punkt hier, also das kommt ungefähr hin, also dieser Punkt hier ist ein Mann mit 1,80 Meter groß, dann sind wir hier bei ja, 40 Metern Höhe. Ein Magnet, der schwingt. Was das an Energie ist, kann sich kein Mensch vorstellen. Ja. Und das nächste Hauptanlage SPX, also das sind 10-12 Metern vom Schiff und das sind schwimmende Teile. Allein schon die Konstruktion und die Auslegung von so einem Teil dauert 10 Jahre Minimum. Und da darf Geld kein Problem sein. Und du musst die besten Physiker, Mechaniker, Maschinenbauer, Elektrotechniker zur Verfügung haben, dass das funktioniert, dieses Teil. Und mit diesen Teilen senden die diese ganzen Wellen raus und schauen natürlich, dass sie einen Jetstream zum Beispiel abändern können. Das heißt, wir wissen ja ganz genau, wie diese ganzen Windbänder funktionieren über dem Globus. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mit so einem Teil einen Haufen Energie rausschicke, dann ändert sich dieser Jetstream ab. Das heißt, auf einmal hat der andere den großen Wind und nicht der eine. Also das ist das Grundprinzip dahinter. Aber es geht noch viel weiter. Wenn wir jetzt zum Beispiel schauen über die Militärtechnologien, Militärtechnologien sind immer 50 Jahre ihrer Zeit voraus. Das heißt, das, was wir heute sehen am Eurofighter oder am Mirage oder sonstiges, das ist schon 50 Jahre alt. Die sind immer 50 Jahre voraus. Und da gibt es zum Beispiel diese Drohne, wurde vorgestellt 2012, die Champ. Also Champ, die haben immer so martialische Namen. Ja. Der Champ, der setzt zum Beispiel ganze Gebäude außer Kraft oder ganze Städte. Das heißt, die jagen diese Drohne los, die ergibt einen elektromagnetischen Puls und legt eine ganze Stadt lahm. Das heißt, wenn ich zum Beispiel diese Drohne über ein Kraftwerk fliegen lasse, geht das Kraftwerk nicht mehr. Dann steht alles. Ja? Das ist der Hintergrund. Und wenn diese Drohne auch noch Skalarwellen ausschickt, dann kann ich die Leute gleichzeitig betäuben, lethargisch stimmen oder sonstiges. Das heißt, da gibt es einen Fachmann, den Professor Dr. Konstantin Meil, das ist der Fachmann in Deutschland für Skalarwellen, der heilt mittlerweile Krebs damit und so weiter, ist ein richtiger Kapazunder. Ja. Und der hat eben den Weißelkittel an, aber diese Leute sagen auch, dass man mit diesen Skalarwellen sehr wohl Krebs produzieren kann, beziehungsweise Leute beeinflussen kann und vieles mehr. Was hat das jetzt für einen Hintergrund mit HARP? Wir können natürlich mit Skalarwellen jetzt ganze Länder sedieren, ja.
Also man kann nichts machen oder so. Ja. Das wäre so zum Beispiel die Einstellung, die man erzeugen kann. Warum? Weil unser Hirn mit Skalarwellen funktioniert. Die gesamte Zellkommunikation funktioniert mit Skalarwellen. Das heißt, wenn ich weiß, welche Frequenz in deinem Hirn gerade aktiv ist, dann kann ich die Frequenz aufschaukeln oder abdämpfen. Das ist ganz simple Schwingungslehre. Das Problem ist eigentlich eher das Messen und das Reagieren drauf. Aber auf jeden Fall können die heute Skalarwellen gezielt einsetzen und extrem niedrige frequente Wellen ausgeben. Das ist so ab 30 Hertz drunter oder so. Ja. Was ist da problematisch? Wenn ich jetzt das vom Auto rechne, wir haben früher beim Automobilbau nie drauf geschaut so richtig. Da hat es Autos gegeben, da wurdest du auf einmal schlagartig müde nach einer gewissen Zeit oder dir wurde schlecht. Da gab es diese Travel Gums früher vor 20, 25 Jahren. Das heißt, da einmal schwingt der Magen in einer gewissen Frequenz und wird aufgeschaukelt und einmal das Hirn. Ja. Und so ist eigentlich das Ganze zu erklären. Das heißt, der Mensch arbeitet mit Wellen, so wie jedes Lebewesen und wie jeder physikalische Vorgang. Und Tesla hat gesagt, alles ist auf Frequenzen rückführbar. Und er hat absolut recht gehabt. Ja. Hier sehen wir zum Beispiel so einen Chip, der ungefähr gleich groß ist wie das Beißwerkzeug einer Waldameise, also extrem klein. Die sind jetzt auch drinnen in Injektionskanülen und sowas. Also es geht jetzt immer mehr in Richtung Kontrolle von Menschen. Das heißt, wenn ihr jetzt heute eine Impfung bekommt, dann könnt ihr nicht sagen, ist da jetzt in der Kanüle so ein Teil drinnen oder nicht. Weil das schwirrt dann in dem Körper rum. Kann keiner sagen, was damit bewerkstelligt werden kann. Mind Control natürlich. Ja, Mind Control heißt nichts anderes wie Bewusstseinskontrolle. Wenn ihr hier draufklickt, da gibt es ein super Video von BewusstTV, wo sie genau sagen, was da ist und was da passiert. Und das Land, das am meisten gebeutelt wird von diesen ganzen Technologien, sind die Schweden. Die Schweden, also die werden wirklich komplett Vollgas auflaufen gelassen mit diesen Technologien. Komplett. Ja. Also die haben das ganze Volk eigentlich mehr oder weniger adaptiert für sich, wie sie es brauchen. Ja. Project Blue Beam. Ja, da gibt es auch eine interessante Sache, nämlich da gibt es einen Dennis Bushnell, jetzt habe ich das Skript nicht hier. Dennis Bushnell ist von den Amerikanern, von der NASA, einer der Top-Scientists, also Wissenschaftler. Und der hat auf einer 45 Seiten langen Präsentation geschrieben, was zwischen 2015 und 2025 alles laufen wird. Das ist Science Fiction pur. Ja? Das glaubt man gar nicht. Und da geht es darum, die Welt wird eigentlich künstlich neu aufgebaut und alles Bestehende wird mehr oder weniger zerstört werden. Das heißt, Gentechnik, Leute-Reduktion. Sie wollen in den nächsten 10 Jahren auf 1 Milliarde reduzieren. Auf Biegen und Brechen. Das heißt, 6 Milliarden müssen weg. Ja? Mit allen Mitteln. Future Warfare 2025 ist dieses Skript. Wenn ihr hier draufklickt, kommt ihr direkt auf dieses Skript. Und hier eben diese ganzen Frequenzen, die es hier gibt. Ja? Gut, was ist jetzt Verschwörungstheorie versus Realität? Die Flugzeuge zum Beispiel fliegen viel zu niedrig. Sie fliegen viel zu langsam. Im Grunde gegen jede Sicherheitsregel, ja, und erscheinen nicht am Radar. Dann die Kondensstreifen, sie lösen sich nicht auf, sie sind viel zu lang und weisen komplett atypische Merkmale auf, wie eben zuvor besprochen. Die Zeitungen und Institute, ja, die werden jetzt immer aufgeblasener mit ihren Artikeln. In der Kronenzeitung hat es zum Beispiel 2 so Sonntagsartikel gegeben, einen von Andreas Jäger und der andere von Dr. Bruckmann oder so. Also ich könnte gerne die Gegenposition schreiben, wenn Sie möchten. Und auf jeden Fall, Climate Engineering ist eine erstrebenswerte Lösung für den Klimawandel. Klima wird immer in einem Abstand von 30 Jahren gerechnet. Und wir haben diese Debatte jetzt 15 Jahre. Das heißt, Klima ist ja ein riesiger Begriff. Du kannst nicht sagen, jetzt haben wir einmal heiß, einmal kalt, okay, das Klima ist jetzt so. Klima ist ja eine groß angelegte Sache. Wetter ist tagtäglich zu sehen und über Wochen und das Klima ist über einen langen Zeitraum, also mindestens 30 Jahre. Und seit 2001 haben wir da den Hype. Ja. Klimaproblematik, CO2 ist viel schwerer als Luft, sinkt somit zu Boden und kann die Atmosphäre nicht beeinflussen in dieser Sicht, wie Sie das glauben. Und eine vollkommene Hysterie ist daraus gemacht worden. Ja. Aber wir Menschen neigen eben dazu, dass wir eben solchen Hysterien gern Glauben schenken, ist leider so. Ja. Ich sage immer, mehr lesen, ein paar Scientific Papers vielleicht und viel mit Leuten reden, ja, mit Belesenen, dann kommt man auch weiter. Klimaerwärmung, in den letzten 10 Jahren hat sich global betrachtet das Wetter im Schnitt
also das Klima im Schnitt nicht großartig verändert, temperaturmäßig. Das sagen jetzt immer mehr Klimaforscher, die sagen, die eigentliche Krux bei diesen ganzen Diskussionen ist die, dass man sagen muss, wenn man es global betrachtet, hat sich das Klima nicht verändert oder so gut wie überhaupt nicht. Und diese Szenarien, ja, jetzt wird es 5 Grad wärmer, 10 Grad wärmer und so weiter, die müssen eine Kristallkugel zu Hause haben, dass sie das machen können. Ja. Weil, ich habe eh gesagt, wenn mir ein Klimatologe sagen will, er weiß, wie das Wetter in 80 Jahren ist, dann sage ich, okay, sag mir bitte, wie das Wetter in 3 Tagen ist, um 13.25 Uhr und 13 Sekunden. Weil genau diese Präzision musst du haben, dass du mir sagen kannst, wie das Wetter in 80 Jahren ist. Alles darunter kannst du vergessen. Ja. Finanzen, es werden jährlich Milliarden von CO2-Steuern eingenommen. Ich habe mir das mal zusammengerechnet in so einem Skript von EEX, also EEX geschrieben, zwischen Jänner 2011 und November 2011, das waren einmal das Kleingeld 3 Milliarden Euro, das Kleingeld, ja. Und eben, da gibt es die EU Allowances, das sind die CO2-Zertifikate, mit denen reger Handel betrieben wird. Das heißt, eine große Firma investiert 1 Milliarde in diese CO2-Zertifikate, roundabout, und bekommt dann teilweise Faktor 5 raus. Das heißt, wenn es mir um den Klimawandel ginge, dann würde ich kein Geschäft draus machen. Weil überall, wo der monetäre Gedanke drinnen ist, haut nichts mehr hin. Ja? Weil immer irgendwo die Gier mitspielt, bei irgendwelchen einzelnen Leuten meistens. Informanten, immer mehr hochrangige Leute treten mit der Wahrheit zu diesem Thema an die Öffentlichkeit. Das ist zum Beispiel der Ted Gunderson, mittlerweile leider tot, war ein FBI-Chef, hatte 700 Leute unter sich und der hat ein Video gemacht, kann man auch auf YouTube sehen, und der hat ganz genau gesagt, wo sie starten, was sie machen. Er hat auf die Piloten eingesprochen und vieles mehr. Und der hat auch über Satanismus und Illuminaten und so weiter ordentliche Videos gemacht. Der dürfte höchstwahrscheinlich suizidiert worden sein. Ja. Der Paul Craig Roberts hat jetzt sehr gute Artikel geschrieben über das Verhältnis USA-Russland und dass am 28.09. zum Beispiel der Wladimir Putin gesagt hat, ja, es kann nicht sein, dass ein paar Leute in Washington die ganze Welt unterjochen wollen. Ja. Und hat gesagt, er räumt jetzt in Syrien auf und dann hört das damit auf. Und alle haben sich hinter den Russen Wladimir Putin gestellt. Das hört man in den allgemeinen Medien nicht. Aber auf Nachtwächter zum Beispiel kommt man genau zu diesem Artikel, wo genau drinnen steht, wo der Paul Craig Roberts, der diese ganzen Neokonservativen kennt, ja, genau sagt, was jetzt läuft. Im Hintergrund zerbröselt nämlich die Machtstruktur der Supermacht USA. Ja. Und zum Glück, ja, die haben jetzt uns tyrannisiert die letzten 30 Jahre, alle. Ja. Kristen Meghan war eine ehemalige US Air Force Mitarbeiterin, die hat Bodenproben gemacht und hat da vor allem sehr viel Barium und Strontium drinnen gefunden, wollte ihre Soldaten darauf aufmerksam machen und die haben sie relativ schnell absolviert. Die hat dann ihre ganze Karriere hingeschmissen und arbeitet jetzt eben auf unserer Seite gegen dieses Umweltdesaster und sehr viele andere. Also ihr müsst nur reinschauen, Whistleblower oder so, ja, da kommt ja auf viele Seiten, wo die Leute genau sagen, was Sache ist. David Keith, Ken Caldera, eben wie gesagt diese Klimaingenieure, das sind die zwei bekanntesten eigentlich derzeit. Und eine sogenannte Vielzahl von Klimaingenieuren sagen, ja, das Climate Engineering ist die Lösung für die Klimadebatte. Ja. Das Witzige ist das, wenn ich das Klima retten will, dann sage ich, okay, Flugverkehr 90% reduzieren, Automobil 60% reduzieren und vieles mehr auch. Ja. Freie Energie forcieren und so weiter. Ja. Dann kommen wir in diese Klimadebatte richtig rein. Aber ich kann nicht sagen, ich verkaufe immer mehr Autos, fliege immer mehr mit dem Flugzeug und dann am Schluss sage ich, wir haben ein CO2-Problem. Ja, das ist widersinnig, komplett. Umweltkatastrophen haben definitiv zugenommen, ja, eben durch dieses Climate Engineering, ja, weil da können riesige Wassermassen transportiert werden von A bis Z. Das heißt, in Tirol habe ich gesehen, da hat es einen Tag abgeschneit Vollgas, dann hatten wir 50, 60 Zentimeter Schnee im Wald. Das heißt, normalerweise hast du 3, 4 Wochen einen nassen, feuchten Waldboden. 4 Tage später war alles trocken. Da habe ich gesagt, wie gibt's das? Ja. Wenn du einen Deckel drauf gibst, dann wirkt das wie eine Isolierung. Und dann bindet die Luft extrem viel Wasserdampf. Und wenn da jetzt ein Horizontalwind kommt, wird dieser Wasserdampf weggetragen. Und das heißt, im Grunde kann ich riesige Mengen an Wasser über den Atlantik transportieren und zum Beispiel in Afrika abregnen lassen, Vollgas. Ja. Und dann säuft jeder ab. Ja. Also es gibt mittlerweile schon genug Videos, wo man sieht, wie es eigentlich abgeht weltweit. Und vor allem die armen Länder werden jetzt beinhart in die Zange genommen. Also Indien,
Lateinamerika, Afrika, die lassen voll los, ja, also auf sie. Ein Diagramm aus dem Owning the Weather 2025 war insofern interessant für mich, weil da war ich in England, Launch Space Weather Platform, das haben die 1996 geschrieben, dieses Skriptum, und 2014 haben sie eben diesen Launch gehabt, also diese Eröffnung von diesem, von dieser Space Weather Platform. Und mich hat es schon gewundert, weil 1996 bis 2014 sind da doch 18 Jahre, glaube ich, oder? Und die wissen das schon vorher, planen das exakt durch und dann sagen sie, go, und dann ist das auf einmal da. Und das Interessante jetzt für uns, warum jetzt diese Klimakonferenz kommt da in Paris, wo das beschlossen werden soll, dass das offiziell verabschiedet wird, ist jetzt dieser. Wir sehen hier diese zwei Linien hierauf, ja? Das heißt, zwischen 2015 und 2025 werden diese Sprühaktionen exponentiell steigen. Das heißt, wir sind hier jetzt erst ganz am Anfang. Wir sehen von der Sonne überhaupt nichts mehr. Und unsere Politiker sagen, das ist für das Klima. Und ich habe mir das Ganze natürlich angeschaut, auch Aluminium, wie sieht es aus, Aluminiumproduktion, und habe das gegengerechnet mit den ganzen Diskussionen, was wir sonst so haben, oder Informationen. 1999 Start Climate Engineering, haben wir den ersten Hupfer rauf da, also hier geht es um Millionen Tonnen pro Jahr Förderung, also das heißt, das kommt ja immer dazu. Also wenn ich hier jetzt 22 Millionen habe, hier 25, dann kommt das ja nochmal dazu pro Jahr. Dann 2001, Ausstrahlung von Al Gores, eine unbequeme Wahrheit, ja, da wo er eben großartig mit seinem Wägelchen rauffährt und das sind die Kristallkugel-CO2-Werte, ja. Eklatanter Anstieg, nämlich ein gewaltiger. Hier sehen wir, was das für ein Anstieg ist. Das ist ein gewaltiger Anstieg. So etwas hat es noch nie gegeben. Und dann 2008, der Wirtschaftscrash war für mich die Gegenrechnung, war für mich persönlich die Gegenrechnung, was passiert, wenn die Wirtschaft runterfährt, wie viel wird dann weniger verbraucht? Und das war eben dieses Nupperl hier. Ja? Mehr nicht. Wir haben den größten Wirtschaftscrash und dieses Nupperl wird zurückgefahren. Das heißt, was ist eigentlich mit der Differenz zwischen hier und hier? Das ist alles irgendwo verpufft, im wahrsten Sinne des Wortes. Und 2010 erscheinen von etlichen Publikationen bezüglich Climate Engineering und hier wieder auch ein eklatanter Anstieg. Das geht richtig ab. Ja, jetzt kommen wir gegen Ende hin zu den Richtungen Lösungen. Ein Tag in Tirol, wie er sein sollte normalerweise, 2013. Und hier eben, so wird das Wetter dann aussehen 2025, wenn wir das nicht abdrehen. Ja? Nämlich durchgehend. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, Depressionsraten. Ja? Wir müssen ja nur die Norweger fragen, die haben Suizidraten jenseits von Gut und Böse. Und das, was ich rausfinden konnte auch, weil mein Vater ist ja Chemiker, mit dem spreche ich ja sehr oft über die ganzen Firmen, die ganzen Pharmafirmen. Und die richtig großen Geldbringer derzeit sind die Antidepressiva. Das sind alle die sogenannten Blockbuster, die auf Anhieb eine Milliarde bringen. Ja. Das sind die ganzen Antidepressiva. Und dazu kommt ja noch, dass viele andere Mittel, wie zum Beispiel Vitamin-D-Präparate, auch noch dazukommen und so weiter. Also das heißt, die Pharma weiß ganz genau, was sie zu produzieren hat, zu welcher Zeit. Das ist ja alles abgesprochen im Hintergrund. Ja. Da kann mir keiner erzählen, dass das keiner weiß. Ja. Ja, was heißt hier, man kann nichts machen? Einmal eine Stellung beziehen, würde ich mal sagen. Ja. Wenn ich denke, der kleine Wutzel, ja, der kann ruhig einmal mit einer Büchse stehen. Das wird dementsprechend beantwortet. Ich habe das jetzt so gemacht, ja, ein Strategiepapier zusammengestellt. So, Strategiepapier, downloadbar auf meiner Website. Ja. Da habe ich alles vom Pneumologen bis zur Allgemeinheit, was jeder tun kann. Weil die erste Frage, was immer war, nach diesen Vorträgen, was kann ich persönlich als Mensch tun? Und ich habe das eben zusammengeschrieben, und das sind jetzt, was weiß ich, 20 Seiten oder was. Da ist vom Pneumologen, Neurologen, mit sogar Politiker dabei und alles. Ja. Also ich habe da wirklich an alle gedacht, oder zumindest an den Großteil. Ja, ich mache jetzt mal nur allgemein Leute informieren, okay? Da gibt es einen Vortragenden zum Beispiel, also das kostet euch gar nichts. Also was ich verlange, ist die Zugfahrt, ein paar Bier und das war's. Ja. Das mache ich in meiner Freizeit. Das ist Dienst an der Gesellschaft. Dann Treffen organisieren, Kuchentag zum Beispiel, ja, wenn eine Omi mit ihren Enkeln zusammensitzt, wäre zum Beispiel was Sinnvolles. Ja. Flyer und Poster verteilen, Essensgewohnheiten ändern, auch so eine Sache. Ja. Was kann man beim Essen machen zum Beispiel? Apfelessig wirkt super, Zwiebeln, Knoblauch, Schafgarbentee,
Das schreibe ich jetzt alles mal zusammen, also so in ein Rezept-Guide oder sowas, mal schnell. Auf jeden Fall, man kann eigentlich mit normalem Essen schon sehr viel machen, da diesbezüglich, dass man mal das Ganze ausleitet. Ja, und 8 Bier pro Tag plus 20 Zigaretten sind vielleicht auch nicht dienlich dem Ganzen. Ja. Dann, Vermeidung vom Aluminium in der Küche. Das heißt, wenn ihr mit Aluminiumpfannen kocht oder brät, ja, dann darauf achten, dass die Beschichtung nicht zerkratzt ist, ja, weil viele kratzen darum und dann ist diese Beschichtung dahin und das Aluminium wird dann direkt ins Essen reingekocht. Präventive Maßnahmen, ja, zum Beispiel homöopathisches Gold wirkt gegen Mind Control, also gegen diese Wellen, die da beschallen, und da haben sie vor allem in Schweden super Ergebnisse erzielt. Ja, und das heißt, also wenn jemand merkt, er hat permanent Kopfweh, kann er das einmal probieren, kostet so um die 12 Euro oder was, so Dubel, und die kann man bei den Apotheken bestellen oder kaufen, und das ist Globuli, glaube ich, heißt das im Fachjargon oder so. Dann Blutproben, Haar- und Harnproben untersuchen lassen. Was heißt das, wenn ich zum Beispiel in meinem Blut Aluminium finde? Ja, das heißt normalerweise, dass mein Blut schon ordentlich vergiftet ist, mein ganzer Körper, weil normalerweise muss man vorher einen Provokationstest machen, dass man überhaupt Aluminium nachweisen kann. Wenn du Aluminium so jetzt nachweisen kannst in deinem Blut, dann ist dein Körper schon bis in die Zellen vergiftet. Gibt es ein Mittel von Novartis, das heißt Desferal, und mit dem kann man das schön gut ausleiten. Ja. Haar- und Harnproben, was bei Haarproben auffällig ist, wenn du viel Aluminium in den Haaren hast, dann heißt das, dein Körper leitet das Aluminium schön aus. Und das ist dann gut, weil vor allem bei Kindern funktioniert das sehr gut. Ja. Eben, aufgrund des Zellstoffwechsels im Alter ist das halt eben ganz anders mit 70 Jahren wie jetzt zum Beispiel mit 15. Ja, ist so. Ja. Man wird eben älter, leider. Oder zum Glück, je nachdem. Auf jeden Fall, Aluminium, Quecksilber, Lithium, so ungefähr 26 Euro pro Metall kostet so Untersuchungen, wenn man das privat machen lässt. Briefe schreiben an das Umweltbundesamt, Briefe und keine E-Mails. E-Mails werden gelöscht und vor allem das Wort Chemtrails auslassen, ja, weil alles, was mit Chemtrail irgendwie beschrieben wird, wird 1:1 reingegeben in die Tonne. Das heißt entweder Wettermanipulation, Climate Engineering oder Geoengineering. Ja. Dann Anfragen bei Politikern. Dieses Thema liegt bei den Tiroler Politikern seit 2 Jahren. Ich habe einem davon auch ein Buch gegeben. Jetzt habe ich am 3.12. dann bei der niederösterreichischen Landesregierung ein Gespräch, eben mit dem Umweltverantwortlichen dort. Bin gespannt, was da rauskommt. Schauen wir mal. Ja. Und Wasserproben untersuchen lassen, das habe ich eben gemacht. Also in Tirol haben wir eben im Regenwasser Aluminium gefunden und Silizium und Aluminium, Barium, Strontium und Silizium im Schnee. Mithelfen beim Bau einer Sphärenharmonieanlage. Jo. Da kommen wir jetzt zum nächsten Thema, zur Behebung. Ja, der Majid Abdelaziz, der ist ein Diplom-Ingenieur, studierter Elektrotechniker, ja, und der tingelt jetzt da weltweit durch die Gegend und hat eben so eine Sphärenharmonieanlage entwickelt, oder das Grundprinzip, habe ich gehört, kommt von Bernd Senf, und er hat das eben weiterentwickelt. Auf jeden Fall geht es um so ein Wasserbassin, und in diesem Wasserbassin ist das Wasser drinnen und eben diese 10 Stäbe, ich glaube 10 sind es, so um den Daumen, abgespannt im Dreieck in der Pyramide mit Stahlseilen. Und ich habe eben Informationen bekommen, dass wir hier in Spital an der Drau schon eine stehen haben. Also die Trails lösen sich dann auf und das Wetter wird dann harmonisiert. Das heißt, ich versuche jetzt vor allem beim Alpenhauptkamm diese Wetterharmonisierungsanlagen zu bauen, beziehungsweise ich habe jetzt ein zweites und drittes Skript in Arbeit, wo ich die ganzen Pläne aufarbeite von A bis Z und vor allem die Funktionsweise. Weil ich möchte genau wissen, was sich da tut. Das heißt, Thema Magnetfeld beim gewissen Breitengrad. Wie sieht es aus mit den Sonnenwinden zu gegebener Zeit? Wie sieht es aus mit der ganzen Erdrotation und allem drum und dran? Da gibt es leider noch keine Skripten. Ich bin dran, aber habe eben auch nur 24 Stunden am Tag. Und da Andreas Pfeiffer ist seine rechte Hand derzeit in Paraguay, ein Deutscher, der dort 4000 Bäume pro Jahr pflanzt. Und mit dem bin ich eigentlich sehr oft in Kontakt. Und der sagt mir auch eigentlich, wie es läuft, was läuft. Und der hat jetzt eben schon die Cache-Technologien eingebaut bei sich in das Fernharmonieanlage. Und die ist jetzt um einiges effizienter geworden. Das heißt, ich mache das jetzt in Tirol. Ich habe gehört, jetzt hier in Kärnten tut sich einiges. Also, und in Wien ist jetzt eine online gegangen, im Mühlviertel. Und was ich sagen kann jetzt zum Beispiel in Tirol,
Am 26.10. war ja Nationalfeiertag, IPIA, ja, großes Pipapo in Wien. Und da ist angeblich eine Anlage im Allgäu online gegangen. Und dann hatten wir 7 Tage eigentlich schönen blauen Himmel. Das haben wir gleich gemerkt, weil bei uns haben sie gesprüht wie die Bösen. Aber diese Trails haben sich mit der Zeit dann wieder aufgelöst und dieses Blau ist wieder hervorgekommen. Ja. Und bei uns hat man sofort gemerkt, eben weil die Wetterwechsel so hoch sind. Ja, ich sage mal Stop Climate Engineering. Also ich bin die ganze Zeit dran, was nur geht. Und ja, ich sage mal, Ende des Jahres möchte ich dieses Thema erledigt wissen. Das heißt, bis in die obersten Ränge raufgetragen in die Politik, das heißt bis nach Brüssel. Und ich möchte das natürlich verhindern mit Paris. Und deswegen dingle ich jetzt da weltweit durch die Gegend oder österreichweit durch die Gegend. Mittlerweile ist der Südtirol dazugekommen, weil eben die Leute aufmerksam gemacht werden müssen, dass sie mal kapieren, was da eigentlich alles zusammenhängt. Mit dem Wetter hängt unser gesamtes Leben zusammen. Und das, was die jetzt wollen, ist in den nächsten 10 Jahren aussieben auf 1 Milliarde. Und wir sind diejenigen, die dann dahin siechend leben. Das heißt, wir sind die Cash Cow. Ja. Ja, also ich würde jetzt sagen, wir machen jetzt eine Fragestunde, also oder solange ihr wollt. Wir haben hier ein Mikrofon an die Leute, die Fragen haben und ich werde diese dann beantworten, soweit es geht. Und wenn es nicht geht, dann würde ich es weiter verweisen an die Tür. Also gut, bitte. Ja.